Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es ist das passiert, mit welchem die wenigsten Leute gerechnet haben. Mit dem Start von Wrath of the Lich King, besser gesagt schon ab dem Pre-Patch, wird es neue Server geben, auf denen Spieler komplett von vorne, also auf Level 1, beginnen können. Die Entwickler wollen damit vor allem neuen Spielern die Chance geben, sich nicht so zu fühlen, als würden sie auf irgendeine Weise hinterherhängen, sondern mit jedem anderen ab Sekunde 1 auf Augenhöhe zu sein. Da die neuen Server, wie erwähnt, schon ab dem Pre-Patch erscheinen, vermuten wir, dass der Patch mindestens 6 Wochen andauern wird, um den meisten Spielern die Möglichkeit zu geben, halbwegs entspannt das Maximallevel zu erreichen. Vergesst nicht, dass ihr sehr wahrscheinlich ab diesem Zeitpunkt deutlich weniger Erfahrung bis auf Level 70 benötigt. Mit dem Pre-Patch habt ihr zudem direkten Zugriff auf die neuen Talentbäume sowie jegliche Änderungen an den Fähigkeiten. Das Spiel ist ab diesem Moment balance- und talentmäßig ein vollwertiges Wrath of the Lich King, Nordend natürlich mal ausgenommen. Kommen wir nun aber zu den drei wichtigsten Einschränkungen. Ihr könnt ab Start der neuen Server für 90 Tage keinen kostenpflichtigen Charakterboost oder Charaktertransfer in Anspruch nehmen. Alles andere wäre aber unserer Meinung nach auch eine Themaverfehlung. Am besten wäre das Ganze sogar mit einer noch deutlich längeren Sperre, aber das Geld wird sich Blizzard definitiv nicht nehmen lassen. Außerdem können keine Todesritte erstellt werden, wenn es nicht einer eurer Charaktere mindestens auf Level 55 geschafft hat. Schreibt uns unbedingt mal in die Kommentare, was eure Meinung zu dem Ganzen ist. Werdet ihr selbst frisch starten, nur dort twinken oder ist das überhaupt nichts für euch? Ab damit ins Kommentarfeld. Des Weiteren hat Blizzard nochmal auf die kommenden Schritte hingewiesen. Bald wird es möglich sein, eure Charaktere von PvE zu PvP-Servern zu transferieren. Kostenpflichtig, versteht sich. Zudem wird die Restriktion aufgehoben, dass ihr auf PvP-Servern nur Charaktere derselben Fraktion erstellen könnt. Weiter geht es mit der Closed Beta zu Wrath of the Lich King. Nach unserem Gefühl zu urteilen, sollte dies nur noch wenige Wochen entfernt sein. Anschließend wird der Classic-Era-Klondienst komplett eingestellt. Damit habt ihr keine Möglichkeit mehr, auf Era-Realms zu spielen. Am 10. August werden zudem einige The Burning Crusade-Realms geschlossen und deren Charaktere auf vorhandene Server umgesiedelt. Vorausgesetzt, ihr habt das nicht schon im Vorfeld kostenlos gemacht. Welche Server es hier genau trifft, seht ihr schon im Hintergrund. Zusätzlich werden die Charakter-Slots auf 50 erhöht. Bedeutet, ihr könnt maximal 50 Charaktere pro Server und zugleich pro Account erstellen. Solltet ihr also auf einen der Server noch einen oder mehrere Charaktere haben, transferiert diese frühzeitig. Andernfalls könnt ihr euch auf den Charakter für 14 Tage nicht mehr anmelden. Der nächste und somit vorletzte Schritt vor dem Release ist der Pre-Patch samt den neuen frischen Wrath of the Lich King Servern. Wir vermuten deshalb, dass der Wrath of the Lich King Release Anfang Oktober stattfinden wird, da erst am 10. August die Server zusammengelegt und dadurch 14 Tage nicht transferierte Charaktere geblockt werden, kann der Pre-Patch eigentlich rein rechnerisch frühestens am 24.08. erscheinen. Mit der Annahme, dass diese 6 Wochen anhält, würde Wrath of the Lich King am 5.10. erscheinen. Schreibt uns auch hierzu mal eure Meinung in die Kommentare und lasst uns gerne einen Daumen nach oben sowie ein Abo da. Vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.